Disput Berlin. So geht Streiken. Das Thema, ohne Religion wäre die Welt besser dran. Genau so sehen es diese vier Redner. Die Soziologin Nekla Kelek. Sie sagt, die Religion ist ein Teil unserer Freiheit, garantiert durch die Verfassung, steht aber nicht über ihr. Der Journalist Alan Posener, er ist der Überzeugung, Religion ist schlecht für den Menschen. Die Juristin Monika Frommel, ihre Auffassung? Skeptische Menschen können zwar auch böse sein, aber sie wissen wenigstens, dass sie böse sind und neutralisieren ihren blanken Egoismus nicht mit religiösen und politischen Phrasen. Der Pädagoge Philipp Möller, er sagt, Nächstenliebe gibt es auch ohne die Bibel. Ohne Religion wäre die Welt besser dran. Das sehen diese vier Redner ganz anders. Der Theologe Wolfgang Huber, er sagt, für religiösen Analphabetismus sind die Zeiten zu ernst. Der Journalist Matthias Matusek zitiert Ludwig Wittgenstein. An einen Gott glauben heißt, dass das Leben einen Sinn hat. Die Unternehmerin Gloria von Thurn und Taxis. Ihre Überzeugung, das ist das Wesen der katholischen Kirche. Sie macht es einfacher, durch den Dschungel des Lebens zu kommen. Der Theologe Wilhelm Imkamp. Die Volksfrömmigkeit hat die Aufklärer und Pastoralisten aller Jahrhunderte immer zur Weißglut getrieben. Disput Berlin. So geht Streiken. Und hier ist der Mann, der durch die Debatte führt. Hier ist Stefan Aust. Ganz schön voll, ne? Ist hier sonst nichts los? Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Disput Berlin. Wir streiten heute über die Faustsche Frage. Wie hältst du es mit der Religion? Zwei Lager treten gegeneinander an. Begrüßt, vorgeführt sind Sie ja schon alle mit Zitaten. Einer hat, glaube ich, das falsche Zitat. Das klären wir nachher. Ist aber trotzdem von Ihnen, ne? Ja. Wir haben eine Form der Debatte gewählt, die von den üblichen Talkrunden abweicht. Man orientiert sich hier nach Oxford und Cambridge-Muster, Sie sehen, Weltniveau. Heute Abend soll also ausschließlich das bessere Argument zählen. Für den Fall, dass wir nach zwei Stunden noch nicht entschieden haben, was die bessere Seite ist, könnte ja auch sein. Dann haben wir einen empirischen Test. Wir werden nämlich insgesamt drei Meinungsumfragen hier im Publikum durchführen. So lässt sich feststellen, welches der beiden Meinungslager die besseren Argumente gehabt hat. Hoffen wir jedenfalls. Aber es könnte ja auch so ausgehen, dass sich keiner überzeugen lässt, dann ist es wie bei Wahlen. Wir werden zu Beginn acht kurze Vorträge hören. Hier gilt die eiserne Regel, die Vorträge dürfen nicht länger als 4 Minuten sein. Sobald die Zeit überschritten ist, schaltet die Ampel hier, wo ist sie? Da? Auf Rot, Gelb haben wir, glaube ich, ausgelassen. Ne? Ja. Dann gibt es noch 10 Sekunden Gnadenfrist und dann wird abgeschaltet, glaube ich. Ich hoffe jedenfalls. Oder es gibt eine Abmahnung. Also, Sie müssen das Wichtigste denn gesagt haben. Im Anschluss beginnt eine offene Debatte mit dem Publikum. Sie werden Gelegenheit haben, Ihre eigenen Fragen an die Referenten zu stellen oder Ihre Position zu äußern. Dazu sind Sie ausdrücklich aufgerufen, aber bitte auch nicht zu lang. Wir wollen eine offene Debatte führen und dabei sollen Sie, das Publikum, die Fragen stellen. Und kurz vor Schluss erhalten die Redner dann noch einmal die Gelegenheit für ein Schlussfazit. Ich habe das hier alles aufgeschrieben. Das ist nämlich sehr kompliziert, was wir hier machen müssen, Michael. So, bevor wir nun die Vorträge hören, möchte ich Sie um Ihre Meinung bitten. Sie haben hier alle so ein Gerät. Das ist sozusagen Infratest für Arme.
Und das geht folgendermaßen. Also hier in die Hand nehmen. Übrigens Handys bitte ausschalten. Nicht? Auch Sie, gilt auch für Sie, Frau Springer. Ja, ausgeschaltet. So, also hier gibt es ein, Augenblick mal eben. Sie aktivieren das Gerät durch Drücken der Taste C. Das hat jetzt keine politische Dimension. Also einfach auf C drücken. Ich tue das jetzt auch mal. So. So, und dann, wenn Sie auf die 1 drücken, dann heißt das Pro. Wenn Sie auf die 2 drücken, heißt das Contra. Und auf die 3 ist das eine Enthaltung. Also nur die Ziffern drücken, nicht auf das Signal Send. Das ist nicht notwendig, denn es ist ohnehin angeschaltet. So, wenn Sie sich jetzt vertippt haben oder während Sie tippen noch Ihre Meinung geändert haben. Was? Die 2 drücken, oder? Ja, die 2 drücken. Jetzt pass mal auf, du quatsch hier nicht rein. Jetzt fang nicht schon damit an. Also pass auf. Verdeutlichung. Ziffer 1 Pro, Ziffer 2 Contra, Ziffer 3 Enthaltung. Matto 6, sonst gibt es wieder eine Abmahnung. Pass auf. So, und wenn Sie, wie gesagt, Ihre Meinung zwischendurch ändern wollen, können Sie einfach eine der Zahlen nochmal eintippen. Die letzte Entscheidung zählt, so wie in der Wahlkabine. So, und jetzt wollen wir mal sehen, wie Sie sich vorher entscheiden, aber ich halte das hier für mich. So, wenn Sie also der These, hier oben steht sie, ohne Religion wäre die Welt besser dran. So, wenn Sie dieser These zustimmen, dann drücken Sie jetzt die 1. Wenn Sie dieser These nicht zustimmen, also dagegen sind, drücken Sie die 2. Und wenn Sie sich enthalten wollen, die 3. So, und wenn Sie sich nochmal umentscheiden wollen, können Sie eine der 3 Ziffern drücken und dann schauen wir mal weiter. So, und Sie haben dafür, 20 Sekunden Zeit oder was steht hier? Schnell drücken, sonst läuft es ab. Oh, da kommt schon was. So. So, jetzt haben wir ein Ergebnis. Ich bin sehr gespannt, aber ich sage es Ihnen nicht. Ein Blick. Nicht, dass, ihr dürft das hier nicht sehen. Also ich decke das hier jetzt ab, dass nicht alle das sehen, aber Sie haben jetzt Herrschaftswissen. Ne? So, die Vortragsrunde beginnt. Es beginnt der Vortrag von Professor Monika Frommel. Wo ist sie? Ja. Sie dürfen da nach vorne gehen. Sie sind seit 1992 Direktorin des Kriminologischen Instituts der Universität Kiel. Zuvor waren Sie Professorin für Rechtsphilosophie und Strafrecht in Frankfurt, Mitglied der Humanistischen Union. Und jetzt haben Sie 4 Minuten Zeit. Wir haben uns entschieden, zu dieser These eine wichtige Besonderheit hinzuzufügen. Ohne organisierte Religion wäre die Welt besser dran. Denn gegen religiöse Erlebnisse, religiöse Gefühle, eine Beerdigung, die einen tröstet, gegen all diese Dinge haben wir nicht. Sie sind Teil unserer Kultur. Wir sind keine Banausen, sondern wenden uns nur gegen organisierte Religionen, die einen Machtanspruch reklamieren. Mit folgender Begründung. In einer Welt, die so kompliziert ist wie die unsrige, können wir uns zwar Leute leisten, die religiös unmusikalisch sind, aber keine moralischen Analphabeten. Ein kleiner Hinweis auf die These vom religiösen Analphabetismus. Den, glaube ich, können wir uns leisten. Wir können uns aber keine Debatten mehr leisten, die zu sehr vereinfachen. Und organisierte Religionen, schon gar wenn Sie nach Amerika schauen, neigen dazu, insbesondere im Markt, in dem sie sich mittlerweile schon betätigen müssen, zu vereinfachen, Pro- und Kontrapositionen aufzustellen, die Feinheiten höchstens im privaten Gespräch zuzulassen. Noch eine weitere Besonderheit ist uns wichtig. Moral ist nicht gleich Religion. Moral bedarf keiner organisierten Religion. Die Stütze moralischer Urteile, auch der moralischen Empfindungen, ist die praktische Vernunft bzw. eine Ethik des Mitleids. Also man braucht auch nicht allzu heftig nachzudenken, um ethische Gefühle, moralische Gefühle zu haben. Aber mit Religion kann es zufällig, weil wir meistens in einer religiösen Umwelt sozialisiert worden sind, zu tun haben. Aber das sind ganz unterschiedliche Bereiche und in einer Welt, in der zunehmend mehr Menschen, in Europa ist das so, religiös unmusikalisch werden, wird die Moral umso wichtiger. Das heißt, die praktische Vernunft,
der analytische Verstand, die Redlichkeit, komplizierte Probleme auch in ihrer Komplexität zu analysieren, um dann zu einem Urteil zu kommen. Zweifellos wäre die Welt mit einer Moral dieser Art besser dran, und die vereinfachten Religionen führen uns in ideologische Kämpfe, die die Probleme eher verschlimmern. Vielen Dank. Aber wenn Sie Ihre 4 Minuten nicht ausnutzen, das wird Ihnen nicht angerechnet. Sie dürfen nicht nachher nochmal. Aber es ist trotzdem sehr gut. Herr Bischof Huber, Sie brauchen wir wohl hier in Berlin nicht vorzustellen. Sie kommen gerade von einer Tagung des Deutschen Ethikrates. Wir sind also schon im Thema. 4 Minuten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun bin ich als Bischof angeredet worden. Deswegen erwarten Sie von mir, dass ich die organisierte Religion verteidige und vertrete. Das will ich auf Dauer gar nicht tun, weil mir der Inhalt der Religion durchaus wichtiger ist als ihre organisatorische Form. Bloß wenn die Debatte des heutigen Tages so anfängt, dass zunächst gesagt wird, die organisierte Religion wollen wir nicht, denn ohne sie wären wir besser dran. Und sofort im Anschluss daran werden gute Beerdigungen gelobt. Dann frage ich Sie, meine verehrten Damen und Herren, wie kommen gute Beerdigungen zustande, wenn es nicht eine organisierte Kirche gibt? Und wenn dann gesagt wird, moralischen Analphabetismus können wir uns nicht leisten, aber religiösen Analphabetismus können wir uns leisten, dann muss ich sagen, aus religiösem Analphabetismus, den es, Gott sei es geklagt, auch bei religiösen Menschen gibt, ist schon sehr viel Unmoral in die Welt gekommen. Deswegen brauchen wir beides. Wir brauchen Menschen, die moralisch gebildet sind, und wir brauchen Menschen, die religiös gebildet sind. Beides ist nicht das Gleiche, denn Religion ist mehr und anderes als Moral. Sie werden nicht von mir erleben, dass ich die Position, dass Religion gut und wichtig ist, damit nachweise, dass ich Ihnen den moralischen Nutzen der Religion nachweise. Wer Religion auf Moral reduziert, der nimmt nicht ernst, was Menschen umtreibt. Jenen alten Mann in Japan beispielsweise, den ich am Fernseher gesehen habe, wie er stand inmitten der Trümmer seines bisherigen Lebens und sagt, ich bete, dass es doch noch gut wird. Da sagt einer, dass er eine Hoffnung hat über das hinaus, was er sieht. Dass er in seinem Leben einen Sinn findet, der tiefer reicht als das, was um ihn her in Trümmer fällt. Dass er deswegen betet und von daher hoffentlich dann auch noch die Kraft bekommt, neu anzufangen, neu aufzubauen, die Menschen zu suchen, die ihm die nächsten und wichtigsten sind, und deswegen die Hände auch zu rühren. Insofern hat Religion dann durchaus moralische Konsequenzen. Sie lassen sich auf ein Wort zusammenfassen und konzentrieren, und dieses Wort heißt Nächstenliebe. Gottvertrauen und Nächstenliebe zusammen als die eiserne Reserve, mit der viele Menschen durch die Welt gehen. Und deswegen noch einmal, warum dann auch ein Stück organisierte Religion? Damit dieses Miteinander von Gottvertrauen und Nächstenliebe von Generation zu Generation weitergegeben wird, auch über die Traditionsabbrüche hinweg, die wir gegenwärtig erleben. Früher konnte man über Glaubensgemeinschaften, religiöse Organisationen großzügig hinwegschauen und sagen, der Humus, der setzt sich auch so fort von Generation zu Generation. Heute ist das anders. Traditionen wachsen nicht von selber. Sie müssen gepflegt werden. Wie man Gottesdienst feiert, wissen die Menschen nicht mehr von selber. Sie müssen es lernen. Und deswegen noch einmal, es ist gut, dass es das gibt. Verstehen Sie mich nicht falsch. Ich habe gelernt, Religions- und Kirchenkritiker zu sein. Ich weiß, dass Religionen und Kirchen ihren Gott auch oft zum Götzen gemacht haben. Ich weiß, dass sie selber oft hinter dem zurückgeblieben sind, was ihnen anvertraut ist. Sie haben das Vertrauen von Menschen missbraucht und damit auch das Gottvertrauen geschwächt. Sie haben egoistisch gehandelt, die Gewalt verherrlicht und damit auch der Nächstenliebe einen Bärendienst erwiesen. Und trotzdem, ich weiß keine andere Instanz, die ein wirksameres Gegenmittel ist, die auch gegen das, was im Namen der Religion schiefgelaufen ist, als die Religion selbst. Deswegen bin ich tief davon überzeugt, die Trennlinie, die wir heute haben, die geht nicht zwischen Vernunft und Religion,
Sie geht zwischen Fundamentalismus und Toleranz. Sie geht zwischen Unbarmherzigkeit und Barmherzigkeit. Vielen Dank, Herr Huber. Das hört sich ja an, als wenn Sie das schon öfter gemacht hätten. Als nächster ist wieder die Gegenseite dran. Diesmal ist es Alan Posener. Er ist Korrespondent für Politik und Gesellschaft der Welt am Sonntag und einer der bekanntesten Blogger in Deutschland. Als Student war Posener einmal, das darf man glaube ich hier sagen, Kader des Kommunistischen Studentenverbandes. Er war also auch mal religiös, jedenfalls sowas Ähnliches. Genau, genau. So, jetzt sind Sie dran, mehr will ich jetzt nicht sagen. Es ist schwer, natürlich, wenn so tolle Leute auf der Gegenseite sind, wie zum Beispiel Bischof Huber. Und natürlich hat er wunderbar geredet und wichtige Dinge gesagt. Aber ich finde es schon peinlich, das muss ich schon sagen, wenn Japan herangezogen wird in dieser Geschichte. Wenn dieser arme Mann in Japan betet, dann würde ich sagen, ich hätte es lieber gehabt, man hätte auf dieses Atomkraftwerk aufgepasst, dann müsste er nicht beten. Ich hätte lieber gehabt, man hätte die Mauern etwas höher gebaut, dann hätte das Tsunami sein Haus nicht zerstört. Wer also ordentlich vorsorgt, braucht dann das Beten, wenn es da kommt. Und schon immer haben die Religionen, diese Verzweiflung der Menschen ausgenutzt. Und das gefällt mir nicht. Wenn Herr Huber als wichtigstes Mittel oder wichtiger Zweck der Religion heute sagt, den Schaden zu reparieren, den die Religion angerichtet hat, dann finde ich das auch eigentlich ein Armutszeugnis. Also, bitteschön, es ist die Frage, ob die Religion tatsächlich dazu in der Lage ist. Was wir gesehen haben ist, oder was wir sehen, ist, dass wir zum ersten Mal seit dem Römischen Imperium einen globalisierten Markt der Religionen haben. Und man hätte ja denken können, jetzt wo wir eine Welt haben und alle diese Religionen, wie sie da sind, miteinander koexistieren müssen, dass der Wettbewerb anfängt, wie ihn Lessing in der Ringparabel empfohlen hat, der weise Jude Nathan empfohlen hat, im Übrigen auch der weise Jude Jeschu aus Nazareth, nämlich ein Wettbewerb, der heißt, lass uns sehen, wer die besten Werke vollbringt, wenn es die Friedensstifter sind, wenn es diejenigen sind, die sich um die Armen und so weiter sorgen, dann ist das die beste Religion. Wir sehen leider, dass genau das nicht passiert. Im Gegenteil, es passiert eine Radikalisierung der Religionen. Natürlich zuerst und am offensichtlichsten im Islam, darüber wird auch Nejla Kelek etwas sagen. Wir machen einen großen Fehler, wenn wir glauben, dass der Islamismus sozusagen Mittelalter ist. Im Gegenteil, es ist eine hochmoderne Religion, die Viralmarketing macht, die sich der modernsten Mittel, Handys, Internet, Plastiksprengstoff benutzt. Wir sehen aber auch innerhalb der katholischen Kirche, wie dieser Papst Benedikt der 16. die Modernisierung der Kirche, die Öffnung zur Welt, die Aggiornamento des Zweiten Vatikanischen Konzils zurückdrehen will, wie er sein Pontifikat unter ein Motto gestellt hat, Kampf gegen die Diktatur des Relativismus. Relativismus ist nichts anderes als Pluralismus. Das heißt, die katholische Kirche von ihrem Oberhaupt her hat sich dem Kampf gegen den Pluralismus gewidmet, schärft ihren Markenkern. Und auch der von mir sehr geschätzte Bischof Huber, der gute Worte zur Kritik von Josef Ratzinger und seiner Theologie gefunden hat, verkündet, seine Kirche solle jetzt eine Ökumene der Profile pflegen. Das heißt, auch hier wird anstatt tatsächlich gelebte Ökumene im Sinne der Ringparabel praktizieren, wird auf die ideologischen Differenzen rekurriert. Und ich muss sagen, dass darum geht also unsere Debatte, um die Tatsache, dass im Jahre 2011 wir in den großen monotheistischen Religionen, aber auch im Hinduismus und Buddhismus, überall diese Verschärfung des Markenkerns, dieser Anspruch, wir haben die Wahrheit. Und wer das nicht glaubt, wer nicht mein Bruder sein will, dem schlage ich allzu oft den Schädel ein. Nicht der Huber selbstverständlich, aber wir wissen, wie es in der Welt bestellt ist, von Südamerika bis in den Nahen Osten. Und der Punkt, gut, ich komme zum Schluss. Es wäre schön, Herr Huber, wenn es so wäre, wie Sie sagen. Es ist aber leider nicht so.
Ich muss mich hier zurückhalten. Ich will ja hier auch keine Position einnehmen. Ich muss allerdings eins bekennen, ich bin nicht getauft. Insofern gehöre ich eigentlich theoretisch dieser Seite an. Auf der anderen Seite hat mir der Herrgott das aber eigentlich nicht sehr übel genommen, wie ich im Laufe meines Lebens festgestellt habe. Insofern sitze ich, glaube ich, hier doch in der Mitte als Richtiger. Jetzt kommt ein alter Bekannter, Matthias Matusek. Kriegt gerade noch eine Handy-Mail von oben? Nee, oder? Ich stell meine Stoppuhr ein. Sehr, sehr gut. Also, das ist ein Verteidiger der Religion, das kenne ich aus der Redaktion. Er beschreibt auf seiner Internetseite, er wollte ursprünglich Missionar oder Bundesligaspieler werden, schloss dann aber einen Kompromiss und wurde Maoist. Also auch ein Gläubiger, aber der jetzt bei der gläubigen Seite geblieben ist. Jetzt sind Sie dran, Herr Matusek. Aber Wecker mitnehmen, ne? 4 Minuten, sonst gibt es eine Abmahnung. So, das ist ein ständiger Scherz zwischen uns. Hat so ein Bart, Stefan. Ja, ne? Na, kennen vielleicht noch nicht alle. Was vergessen zu erwähnen, dass ich gerade ein Buch geschrieben habe, das katholische Abenteuer, das demnächst rauskommt. Das war alles sehr, sehr beeindruckend. Like free lunch, ne? Sehr beeindruckend und nett anzuhören. Ich habe mich ein bisschen erstaunt, Ellen Posner, Sie auf Sie da, dieser Seite zu finden. Derselbe Ellen Posner, der noch vor ein paar Jahren eine Liebeserklärung an die Mutter Gottes geschrieben hat und der mit Bob Dylan der Meinung war, wer nicht an Wunder und an Gott glaubt, hat seine Augen nicht aufgetan. Für den der Glaube eine Gnade ist und der Tod eine Folge der Erbsünde, der sich wünschte, katholisch zu sein und der den Papst für seine konsequente Haltung lobt. All das in einem Interview mit der katholischen Zeitschrift PUR. Jetzt findet er den Papst gar nicht gut und die Religion hält er für schlecht, aber auch das mit Volldampf. Und so kann man eines mit Sicherheit sagen, es scheinen Fragen in der Religion verkapselt zu sein, die ihn und uns nicht ruhen lassen. Und zu denen gehört seit Kant, was soll ich tun, was darf ich hoffen? Also, wie soll ich leben und was wird danach? Darum geht es im Kern. Und nicht um einzelne Fehlbildungen der Religion, die werden auf jedem zweiten Katholikentag von der Kirche von unten eifrig diskutiert. Ich werde auch wegen des Fukushima-Unfalls nicht sagen, alle Wissenschaft ist des Teufels. Also wir reden hier über den Kern von Religion und Nezla Kelek weiß sicher noch über die Fehlbildung des Religiösen, des Islamismus zum Beispiel, der gerade vehement verteidigt wurde, zu meinem Erstaunen, einiges zu sagen. Nein, wir werden mit der Sinnfrage nicht fertig, wir werden die Religion nicht los. Guten Mutes warte ich also auf Ellen Posers nächstes Buch mit dem Titel. Ich habe sie mir das anders überlegt, weil es doch zu primitiv bei den Atheisten zugeht. Ein Titel, den jeder verstehen wird, der mal Michelangelos Pietà gesehen hat oder Mozarts Krönungsmesse gehört hat. Ich meine wirklich gehört. Tatsächlich hat ja auch der Atheismus seine Konjunkturen und derzeit erleben wir einen absoluten Tiefstand. Was ist nur aus Nietzsches stolzem Gott ist tot geworden? Biologistische Erbsenzählerei. Die Dawkins-Jünger rechnen sich und uns auf Ketten von Enzymen und Genen und Proteinen herunter. Nichts als Biologie, nichts als unbeseelte Materie. Und dann springen sie auf, unglaublich stolz und trompeten. Ist es nicht genial, wie klug ich das jetzt bewiesen habe? Und sie sind dabei so aufgeregt, dass man Angst hat, sie, diese puren Behälter für Gene, schwappen über. Ja, tatsächlich, das ist die Theorie der Gotteswahngurus um Richard Dawkins. Wir sind nichts als Träger für Gene und alles, was nichts Gen ist, ist ein Mem, ein rätselhaftes Teilchen, das von Gehirn zu Gehirn überspringt und für den Transport von kulturellen Informationen wie Mozart Messe oder Michelangelos Skulptur verantwortlich sein soll. Das ist dann nicht mehr Wissenschaft, das ist dann schon Scientology, eben ein unerschütterlicher Sektenglaube, der Abtrünnige nicht dulden kann. Unser Drang zur Nächstenliebe, der, so Dawkins und seine Jünger, widerspricht dem egoistischen Gen und kann als Fehlfunktion begriffen werden. Das wäre seine Antwort auf die nachdenkliche Frage, die Gottfried Benn am Ende seines Lebens stellte.
Ich habe mich oft gefragt und keine Antwort gefunden, woher das Sanfte und das Gute kommt. Weiß es auch heute nicht und muss nun gehen. Selten ist Darwin so innig umarmt und so falsch verstanden worden wie von Dawkins und seinen schäumenden Adepten. Herr Matusek. Vor Darwin gab es nur falsche Antworten. Vielen Dank. Das war ein so schöner Schlusssatz. Ich hatte am Anfang müssen wir Sie wieder mit Gewalt holen. Ich möchte nur sagen, ich glaube, Darwin sagte, der Gottesglaube und Schöpfungsglaube widerspricht nicht der Evolution. Darwin wäre heute auf unserer Seite. Nachher nicht mehr dran, wenn Sie jetzt weiterreden. So. Vielen Dank, Herr Matusek, für diese erhellenden Worte. So. An dieser Stelle wollen wir doch mal feststellen, ob das bisher irgendeinen Eindruck gemacht hat. Nehmen Sie wieder diese großartigen Geräte zur Hand. Sie haben jetzt 4 Vorträge gehört, 2 für und 2 gegen die These. Wenn Sie Frau Professor Frommel und Herrn Posener zustimmen, wählen Sie mit Ja, die Welt wäre ohne Religion besser dran. Oder haben Herr Matusek und Herr Huber Sie eher überzeugt, dann wählen Sie mit Nein. Kontra ist die 2, nicht vergessen. Wer sich noch nicht entschieden hat, wählt unentschieden und auf geht's. So, 18, 17. Wenn die Musik zu Ende ist, dann müssen Sie gewählt haben, sonst kommen Sie nicht mehr dran. So. Soll ich das jetzt wieder geheim halten oder was sagt die Regie? Noch geheim halten oder soll ich schon mal was sagen? Ja? So, dann wollen wir doch mal sehen, ob hier... Aha. So, wenn ich jetzt die andere auch noch sehen könnte, dann könnte ich eine Veränderung feststellen. Aha. Also, kleines Zwischenergebnis. Tja, ohne Religion wäre die Welt besser dran. Pro für diese These am Anfang 35,7%. Jetzt 26,8% bei der zweiten Abstimmung. Das heißt, da müssen Sie sich aber noch viel Mühe geben hier links von mir. Die These Contra, also mit Religion wäre die Welt besser, ist so ein bisschen komisch formuliert. Ne? Also die Contra, die 2, hat 56,3% am Anfang gehabt und jetzt sind Sie alle schon bekehrt bei 63,2%. Naja, die Beitrittsformulare für die Kirche werden später ausgegeben. Ich hoffe, das ist hier keine getarnte Veranstaltung der Kirche. Aber wir werden sehen, es kommen ja noch schwere Geschütze ins Feld auf der anderen Seite. Die Zahl der Enthaltungen ist allerdings auch gestiegen. Die Ratlosigkeit greift um sich von 8% auf 10%. Welche beiden sind das? Gut, auch hier gilt ja geheime Wahl. So, wir fangen also, machen weiter. Herr Philipp Möller ist dran, dieser junge Mann hier, 29 Jahre Mathematiklehrer an einer Berliner Grundschule. Ja, ja, das kommt gleich. Was? 30. Naja, pass mal auf, das hat man mir hier aufgeschrieben. Also ich habe das... Also 30 schon, haben Sie heute gerade Geburtstag gehabt? Nee, ist schon eine Weile her. Schon eine Weile her. Also 30, sieht eigentlich auch ein bisschen älter aus, ne? Danke. Ja. Mathematiklehrer an einer Berliner Grundschule und Pressesprecher der Giordano-Bruno-Stiftung. Vor 2 Jahren gründete er gemeinsam mit 5 Mitstreitern eine Buskampagne, die über Atheismus aufklären soll. Auf dem Bus, der durch Deutschland tourte, stand geschrieben, ich habe den übrigens auch gesehen, es gibt, in Klammern, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, Klammer zu, keinen Gott. Hören wir nun mehr dazu, hat sich doch ein Hintertürchen offen gelassen, ne? Lesen Sie mein Zitat noch. So, und das Zitat, das hier dran stand, war völlig falsch, wenn es auch trotzdem von ihm war. Eigentlich wollte Herr Möller ein anderes Zitat haben, das lautet nämlich folgendermaßen. Die Frage der Religiosität muss jeder Mensch für sich selbst klären, aber ein säkularer Staat, eine offene, freie Gesellschaft braucht keine staatlich finanzierte Mythologie. So, das war das Zitat. Das geht jetzt nicht von Ihren 4 Minuten ab. Auf geht's. Also ich hoffe, Sie entschuldigen meinen jugendlichen Leichtsinn, wenn ich einsteige mit den Worten, Herr Matusek, wer leichter glaubt, wird schwerer klug.
Ich möchte Ihnen aber auch sagen, warum ich hier heute Abend mit ziemlich gemischten Gefühlen stehe. Und das hängt damit zusammen, dass der Job des Religionskritikers auf der einen Seite sehr leicht ist, aber auf der anderen Seite auch verdammt schwer. Leicht ist er deswegen, weil es schlicht und einfach absurd ist, an einen Gott zu glauben, nur deswegen, weil man sein Gegenteil nicht beweisen kann. Das Gleiche gilt nämlich auch für die Zahnfee, und an die glaubt schließlich auch kein erwachsener Mensch. Leicht ist der Job auch deshalb, weil wir weltweit in Vergangenheit und Gegenwart beobachten können, dass Religionen die Menschen spalten in wir sind die Guten und haben Recht und ihr seid die Bösen und ihr liegt falsch. Und so entstehen Kriege oder werden zumindest dadurch begünstigt. Leicht ist der Job auch deshalb, weil wir einige große Vordenker haben, also sei es Epikur, sei es Darwin, sei es Marx, sei es Nietzsche, Feuerbach, Kant und so weiter. Ich könnte viele Namen nennen. Und in letzter Zeit hat sich der Job der Religionskritik sogar von alleine gemacht. Denkt man an die systematische Vertuschung der massiven Missbrauchsfälle in kirchlichen Einrichtungen. Schwer ist der Job allerdings deshalb, weil wir schließlich staatlich finanzieren, dass Menschen wie Herr Huber dafür bezahlt werden, eine rhetorische Ausbildung zu machen. Das Ganze nennt sich Theologiestudium. Schwer ist der Job auch deshalb, weil Menschen sich, wenn sie erstmal erfolgreich indoktriniert wurden, häufig gegen Kritik immunisieren und vor allen Dingen auch manchmal persönlich beleidigt fühlen. Das mag der eine oder andere von Ihnen jetzt auch merken. Schwer ist der Job auch deswegen, weil uns Politiker immer wieder weismachen wollen, dass wir hier die Werte des christlichen Abendlandes genießen, obwohl doch Demokratie, Menschenrechte, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit oder die Gleichberechtigung von Mann und Frau gegen Religion erkämpft werden mussten. Und die Caritas-Legende. Das ist nett, aber Sie rauben mir Zeit. Die Caritas-Legende trägt auch dazu bei, dass sogar kirchenferne Menschen meinen, die Kirchen würden doch so viel Gutes tun. Dabei muss man sagen, die Kirchen, also Caritas und Diakonie, werden zu 1,8% von der Kirche finanziert, der Rest kommt aus öffentlicher Hand. Eine billige Werbung also. Aber so schwer der Job auch sein mag, eins sollte klar sein, der Job ist bitter nötig. Denn solange religiöse Gruppierungen der Meinung sind, im Besitz absoluter Wahrheiten zu sein, solange deutsche Bistümer zum allergrößten Teil aus Steuergeldern, nicht aus Kirchensteuern, sondern aus Steuergeldern finanziert, aber vom undemokratischen Vatikan gesteuert werden, solange wir Berufschristen dafür bezahlen, dass sie Homosexualität als Sünde bezeichnen, die wieder die Natur wäre, und solange wir die nötige Kritik am Islam als islamophob oder gar als rassistisch abtun, solange kann und muss Religion kritisiert werden. Und lassen Sie mich zum Abschluss noch sagen, dass auch wir, wie die Atomkraftkritiker, natürlich Alternativen im Gepäck haben. Und diese Alternativen lauten Aufklärung und Humanismus mit ihren drei Stützpfeilern Wissenschaft, um Erkenntnisse über die Welt zu erlangen, Philosophie, um diese Erkenntnisse zu deuten, und Kunst, um dem Wunsch des Menschen gerecht zu werden nach Kreativität und nach Lebensfreude. Wir sind dafür, dass Religion Privatsache ist, Religiosität Privatsache ist, dass Religion politisch und juristisch und vor allen Dingen finanziell vom Staat getrennt wird. Wir sind für eine Ethik, die sich an den Interessen des Menschen orientiert und übrigens auch aller anderen Tiere, statt einer gottgefälligen Moral. Wir sind für Diesseits statt Jenseits, für Heidenspaß statt Höllenqual. Denn ich möchte mein schönes Zitat noch loswerden. Denn wer das Atom spalten kann, sagt Michael Schmidt-Salomon, und über Satelliten kommuniziert, der muss die dafür erforderliche emotionale und intellektuelle Reife besitzen. Und eine Mythologie, die 2000 Jahre alt ist und von einer primitiven Hirtenkultur entwickelt wurde, wird uns dabei nicht weiterhelfen. Dankeschön. Ja, guck mal, kann auch witzig sein, nicht? Auf der Seite auch. Ich glaube, jetzt kommt dann Fürstin Gloria von Turn und Taxis dran. Wer kennt sie nicht, stand sehr häufig im Rampenlicht der Öffentlichkeit, erwarb sich als Unternehmerin große Meriten, als sie nach dem Tode ihres Mannes 1990 das Management des Familienkonzerns derer von Turn und Taxis in die eigenen Hände nahm. Und sie sind, das werden wir, glaube ich, gleich feststellen, bekennende Katholiken. Sie sind dran. Aber sie sind auch, oh, das muss man noch erwähnen, Papst Benedikt ernannte sie am 20. Oktober 2008 zur Komturdame mit Stern des Gregoriusordens. Sagt mir jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber später kriege ich es mal erklärt. Ja, jetzt sind Sie dran, 4 Minuten. Die organisierte Religion erfindet keinen Aberglauben, sie hält ihn im Zaum.
Sobald organisierter Glaube zerstört wird, wird er von den unmöglichsten Aberglauben überwuchert, von dem es jetzt wie Maden in den Wunden des Christentums wimmelt. Außerdem gibt es in der Wissenschaft viel mehr Unglaubhaftes als in der Religion. Was kann unglaubhafter sein als die Überzeugung, dass irgendein Zustand eines Urnebels für jede Zeile, die wir schreiben, jedes Wort, das wir sprechen, jede Empfindung, die wir haben, zwangsweise vorausbestimmt hat. Die Religion ist keine unfehlbare Kur für Verbrechen. Sie hilft nur bei der großen Aufgabe mit, die Menschen zu zivilisieren. Wir glauben, dass sie die Menschen ohne sie, die Menschen weitaus schlechter wären, als sie sind. Diese Sätze habe ich in einem Geschichtsbuch gefunden, und zwar einem fiktiven Dialog von dem gelehrten Papst Benedikt XIV. Prospero Lambertini mit Voltaire. Ich hoffe, sie haben Ihnen gefallen. Vielen Dank. So, vielen Dank. Jetzt hätten wir eigentlich noch Zeit, dass Sie das noch erklären, wie das war mit der Komturdame, aber später. Frau Netschler, so haben Sie mir gesagt, wird Ihr Name ausgesprochen, Kelleck, Autorin, Soziologin, Frauenrechtlerin, sie ist die prominenteste Islamkritikerin in Deutschland. Wenn sie zum Thema Islam in Deutschland Stellung bezieht, löst das sehr viel Kontroversen auf, sei es über islamisch geprägte Parallelgesellschaften oder falsch verstandene Toleranz. Frau Kelleck wurde in Istanbul geboren, ihre Familie zog 1966 nach Deutschland. Für ihr Buch Die fremde Braut erhielt sie 2005 den Geschwister-Scholl-Preis. So, was meinen Sie? Meine sehr verehrten Damen und Herren, seit Tausenden von Jahren glauben die Menschen in aller Welt an Gott. Götter, das Gute oder Böse, an irdisches oder himmlisches Glück, streben nach innerem und äußerem Frieden, denken voller Entsetzen oder voller Glück an das Nichts. Niemand konnte bisher beweisen, dass es so etwas wie einen Gott gibt. Allerdings auch nicht das Gegenteil. Religionen versuchen bisher Unbekanntes, Unerklärliches wie Naturereignisse mit übersinnlichem und göttlichem Wirken zu erklären. Aber rationale Wissenschaft belegt täglich, dass selbst schwarze Löcher oder Neuronen sich auf Dauer der menschlichen Erkenntnis nicht verschließen können. Seit Aristoteles hat die Menschen das Wissenwollen angetrieben. Die Religion wollte, dass die Menschen glauben. Die katholische Kirche hielt die Erde noch für eine Scheibe, als die Naturwissenschaft dies längst überwunden hatte. Ja, sie verhinderte, dass nicht nur dies bekannt wurde. Die Religionen versuchen, die Sinnfrage mit göttlichen Wirken zu beantworten. Aber inzwischen ist ihnen die Vernunft auf die Schliche gekommen. Die religiöse Philosophie steckt sich seit Jahrhunderten nach der Decke der Erkenntnis. Das Licht der Aufklärung beleuchtet wieder, dass der Papst nackt ist und nur glaubt, dass er schöne Gedankengewänder trägt. Propheten haben die Erkenntnis ihrer Zeit jeweils in einer Meistererzählung verdichtet. Talmud und Tora, die Bibel, der Koran sind große Werke der Literatur. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Aber sobald Priester oder Nachbeter daraus eine Institution und Gesetze machten, wurde daraus Politik und Weltanschauung und Herrschafts- und Wahrheitsanspruch. Religion beanspruchte über Jahrtausende die Deutungsmacht und verkam dabei auch zur Legitimation von Despotie. So werden zum Beispiel im Namen der Religion im Hinduismus ganze Völker in ein Kastensystem gezwungen. Die Religion beanspruchte zu oft das Monopol auf die Wahrheit und verfolgte Andersdenkende. Religion waren, wie Rousseau sagt, Quell von Krieg und Machtmissbrauch. Im Namen Gottes wurden viele Menschen umgebracht. Die Kreuzzüge, der Dschihad, der 30-jährige Krieg, der Terrorismus, die Kriminalgeschichte der Religionen füllt Bibliotheken. Im Namen der Religion wurde den Menschen Wissen vorenthalten.
und nur das gelehrt, was der Religion nutzte. Weise Religionsführer nutzten wissenschaftlichen Erkenntnisse und ließen große Künstler für sich arbeiten. Dumme sprachen Bilderverbote aus und jagten mit der Schnur oder der Inquisition die Zweifler, verbrannte Frauen im Namen Gottes. Im Namen der Religion des Islam wird die Herrschaft der Männer seit 1400 Jahren legitimiert, Frauen als Menschen zweiter Klasse behandelt. Ohne diese Apartheid wären diese Frauen besser dran. Dass wir es heute mit einem Humanismusverpflichteten, einer barmherzigen Kirche zu tun haben, dass heute Menschenrechte gelten und unsere Gesellschaft sich der Nächstenliebe, dem sozialen Gedanken verpflichtet fühlt, hat die Kirche der Aufklärung und der Idee des Humanismus zu verdanken. Nicht der Glaube, sondern die Freiheit und die Verantwortung. Die demokratische Kontrolle ist Voraussetzung für eine humane Moral und Ethik. Die Aufklärung hat die Religion eingehegt, ihr den Platz eingeräumt. Und die Trennung von Staat und Religion, also die Zurückdrängung der Institution Kirche aus dem politischen Bereich, hat die moderne Gesellschaft möglich gemacht. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir dürfen, wir müssen nicht glauben. Das ist Teil unserer Freiheit. Wenn die Religion das akzeptiert, ist die Welt besser dran. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank. Das Schlusswort in dieser Runde hat der Prälat Dr. Wilhelm Imkamp, ich glaube katholische Kirche, so wie er aussieht. Er empfing nach seinem Studium in Rom 1976 die Priesterweihe, seit 1988 ist er Wallfahrtsdirektor in Maria Vesperbill. Henrik Broder nannte ihn einmal den Dandy unter den Gottesdienern. Vor kurzem waren Sie auch im Fernsehen zu sehen, als er Broders Auto für die Deutschland-Safari segnete. Naja, seine Predigten sind ausgesprochen beliebt. Wir werden sehen, ob das auch hier heute der Fall ist. Sie haben das Wort. 4 Minuten. Keine Sekunde länger. Macht Ihnen Spaß, einen katholischen Priester zu zensieren? Glückwünsche. Ja, macht mir sowieso Spaß, hier mal das Wort erteilen zu dürfen. Sie sehen, wie demütig wir sind. Dass ich mich noch mal bei einem Mathelehrer bedanken würde, nach meiner Mathematikkarriere, hätte ich mir auch nicht träumen lassen. Herr Müller, ganz herzlichen Dank. Was Sie gesagt haben, liefert mir eine Steilvorlage. Für die könnte ich Ihnen ein Küsschen geben, aber das wäre dann Missbrauch. Sie haben gesagt und gesprochen von einer primitiven Hirtenkultur, auf der unsere Religion basiert. Wissen Sie was? Der Mann hat recht. Pius XI. Hat es schon gesagt. Religiös sind wir alle Semiten. Jawohl, ich bekenne mich zu dem, was Rosenberg den Wüstendämon genannt hat. Ich bekenne mich dazu, religiös semitisch zu sein. Zweitens, mit dem Dank geht, danke mich noch weiter. Sie haben diese tolle Aktion organisiert mit dem Autobus. Klasse. Und zwar besonders toll ist die Klammer. Mit großer Wahrscheinlichkeit. Wissen Sie, was das ist? Das ist das, und jetzt instrumentalisiere ich nicht etwas, sondern ich berufe mich ausdrücklich auf den Spiegel nach Aust. Entschuldigung, Herr Aust. Auch nach Ihnen ist der Spiegel noch zitierbar. Was wir in Japan erlebt haben, ist die Explosion eines Restrisikos. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird kein Kernkraftwerk in die Luft gehen. Mit großer Wahrscheinlichkeit, Klammer zu. Und dass ein Mathematiklehrer diesen Satz bringt, ohne dabei den anderen Mathematiker, der allerdings nun wirklich genial war, zu bringen, das ist schon grenzwertig, nämlich Blaise Pascal. Pascal, der Begründer der Wahrscheinlichkeitsrechnung, mit seiner berühmten Wette. Wenn Sie an Gott glauben und so leben und Sie stellen nach Ihrem Tod fest, dass es Gott nicht gibt, haben Sie nichts verloren. Wenn Sie so leben, als ob es Gott nicht gäbe und Sie stellen nach Ihrem Tod fest, dass es Gott gibt, sind Sie ganz schön im Eimer. Sie haben die Wahl zwischen Gott als Restrisiko
à la Bruno-Stiftung und den, vielleicht auch Herrn Brüssner, Gott als Restrisiko oder Gott als die Ressource ihres Lebens. Entweder ist Gott die Ressource, in der wir auch Leid bewältigen können und unseren Alltag bewältigen können, und oder Gott ist das Restrisiko und dann fliegt es uns um die Ohren. Und dass es das nicht tut, dafür sorgen wir. Und Herr Aust, ich bin gerne bereit zu einer Taufe, zu Sonderkonditionen im Rahmen des Kirchenrechts. Das ist aber nicht Teil der Veranstaltung dann. Frau Professor Frommel, ich verfüge über eine gewisse aktive Beerdigungserfahrung und habe schon manche Beerdigung erfolgreich hinter mich gebracht. Auch da ein kurzer Vermerk in Ihrem Testament würde reichen, und ich fahre nach Hamburg. Danke, meine Damen und Herren. Tja, sind ja doch die Geübten auf dieser Seite. Ja, vielen Dank soweit. Das war jetzt die erste größere Runde. Sie dürfen alle nachher nochmal 100 Sekunden, da zählen wir aber ganz genau nach, nochmal Ihre Thesen zusammenfassen. Vorher wollen wir aber das Gespräch eröffnen für Sie, für das Publikum. Sie können sich melden, können was sagen, aber bitte keine 4 Minuten. Oder eine Frage stellen an irgendjemanden von denen, die hier oben sitzen, nur nicht an mich. Freiwillige vor. Da hinten ist einer. Das war vorher so ausgemacht, dass Sie das sind. Ja, genau. Ja, aber ich stelle immer Fragen. Blogger. Ja, genau. Eine Minute vermute ich mal, ich mache es mal schnell. Frau von Nudeltaxis hat ja die Vorgabe gegeben, Religion ist das Werkzeug, das den Menschen zivilisiert. Das ist sehr schön und das ist auch richtig so. Für viele lange Zeit gewesen und vielleicht auch für den einen oder anderen Menschen heute noch sehr wichtig als Werkzeug. Ich habe nur gesehen, und da muss ich jetzt Herrn Imkamp auch nochmal Danke sagen, wenn ich das Restrisiko Religion mit der, ich sage jetzt mal, Windenergie als ein Ritual, ein säkulares Ritual mir ausdenke, was ich mit der Windenergie vergleiche, dann muss ich sagen, dann lebe ich mit diesem Ritual, was mir Halt gibt im Leben, mehr als mit dem Restrisiko bei der Religion, die regelmäßig explodiert und dann viele, viele Menschen ihr Leben kostet. Deswegen meine Frage, ist es nicht an der Zeit, dass wir uns von dem Werkzeug Religion, was wichtig war, um uns einzeln und gemeinschaftlich zu zivilisieren, verabschieden und jetzt vielleicht entspannter und ohne etwas Überirdisches uns gegenseitig wieder mit Empathie begegnen? Und wem möchten Sie diese Frage stellen? Wer am liebsten? Ich glaube, ich die kenne alle. Matusek drängt sich wieder vor, nicht? Nein, los, nee, kommen Sie, waren der Erste, los. Ich glaube, wir werden die Religion, Gott sei Dank, nicht los. Wir haben die Religion inkorporiert, wir haben einen wesentlichen Gedanken der Religion des Christentums inkorporiert in unseren Alltag, der Gedanke der Ebenbildlichkeit des Menschen mit Gott. Aus diesem Gedanke resultiert im Grunde genommen der Tabusatz, die Würde des Menschen ist unantastbar, Artikel 1 unseres Grundgesetzes. Ohne diesen Gedanken, der tabu ist, der nicht der Abstimmung, ein Grundsatz, der nicht der Abstimmung preisgegeben wird, hätten wir dieses Gesetz nicht und dieses Gebäude nicht, dieser Gedanke durchpulst sozusagen das ganze Gesetz. Er ist Bestandteil unseres Alltags. Ich glaube, Michel Krüger hat recht, der in einem Gedicht mal sagte, dass das Christentum zwar vielleicht in einer Wolke verborgen ist heutzutage, aber die Strahlung, die es aussendet, finden sich natürlich in allen unseren Handlungen wieder. So. Vielen Dank. Da hinten. Ich habe eine Frage an Herrn Möller. Herr Möller, wie erklären Sie es eigentlich, dass Ausländer, die Angehörigen dieser primitiven Hirtenreligion, nämlich die Juden, die einflussreichsten und größten Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts waren? Damit, dass sie sich von ihrer Religion entfernt haben und somit zu den Wissenschaftlern werden konnten, wie es zum Beispiel bei Einstein zu beobachten ist, der sich gegen Ende seines Lebens von seinem kindischen jüdischen Aberglauben ferngesagt hat und das naturalistische Weltbild begründet hat. Kindischer jüdischer Aberglaube gilt absolut nicht. In Berlin kann man nicht vom kindisch-jüdischen Aberglauben reden. Ich habe Ihnen ja versprochen, dass Leute sich persönlich beleidigt fühlen.
ich bin nicht beleidigt. Überhaupt nicht. Macht aber den Eindruck. Ich ärgere mich nur, dass Sie im Namen von Aufklärung vom jüdischen Aberglauben sprechen und die jüdische Religion disqualifizieren. Und dann kommen Sie hin und sagen, die katholische Kirche hat die Juden verfolgt. Die Judenverfolger, das sind Sie. Ich habe Einstein zitiert. Einstein hat gesagt, ich habe Einstein zitiert und die Judenverfolger sind nicht wir, sondern beachten Sie bitte, dass auf den Gürteln Schnallen der SS Gott mit uns stand und das ist nicht umsonst so. Auf das kommt der nächste. Das ist historisch falsch. Auf den Gürtelschnallen der SS, stand auf den Gürtelschnallen der Wehrmacht, auf den Gürtelschnallen der SS. Stand unsere Ehre heißt Treue. Okay, das ist ein erheblicher Unterschied, junger Mann. Ja, ja. Auch wenn Sie Mathelehrer sind, Sie sind nicht unfehlbar, glauben Sie. Das ist ja kein Geschichtslehrer. Das weiß ich, dass ich nicht unfehlbar bin. Und das Restrisiko, von dem Sie reden, das gilt übrigens auch für die Zahnfee. Das wollte ich nur noch mal gesagt haben. Ne? Nicht, dass jetzt die Zahnärzte. Wer ist jetzt der Nächste dran? Ja? Ja, auf das Beispiel von dem alten Mann in Japan, das Herr Huber brachte, richtigerweise geantwortet, hätten wir die Atomkraftwerke nicht gebaut, müsste der heute nicht beten. Glauben Sie denn, dass man die Welt so einrichten kann, dass man alles so unter Kontrolle hat, dass nie jemand in die Situation kommt, in die dieser alte Mann war oder in eine vergleichbare? Nein, das glaube ich nicht. Und im Namen der Perfektibilität der Welt sind die größten Menschheitsverbrechen verbrochen worden und das wäre schrecklich, wenn man das glauben würde. Das ist vollkommen klar, dass, wenn wir schon von christlichem Erbe reden, der Gedanke, dass der Mensch immer fehlbar ist, dass alles, was wir machen, was Menschenwerk ist, eben Stückwerk ist, das ist sicherlich ein großes Erbe, nur muss man nicht unbedingt Christ, Moslem, Hindu oder so etwas sein, um das zu erkennen. Es reicht ja eben, sich Fukushima anzugucken. Wogegen ich mich ausspreche, ist der Gedanke, dass das, was hier unten dann von uns Menschen verbrochen wird oder von der Natur über uns kommt, in irgendeiner Weise von Gott wieder gut gemacht wird. Und das, ich habe mich vor allen Dingen gegen die Forschung gewendet, dieses Stoßgebet eines Menschen, und wir kennen das doch alle, es kommt eine schreckliche Nachricht, wir sagen, um Gott, lass das nicht wahr sein, wir sind so gepolt. Wer das nicht kennt, ich glaube, dem fehlt etwas in seinem Herzen. Aber ich wende mich dagegen, dass dies ausgenutzt wird im Sinne der Pascalschen Wette. Du solltest lieber Angst haben, denn wenn du dich deines Verstandes selbstständig bedienst und sollte es sein, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dann bist du übel dran. Das ist Ihre Worte, Imbach. Das heißt, man operiert mit der Angst, man operiert mit der Verzweiflung, man operiert mit dem Negativen. Und das finde ich unter unserer menschlichen Würde. Es mag seine Gründe gehabt haben, aber wir sind in der Lage, das hinter uns zu lassen. Dass ich das gut nachvollziehen kann, was Sie gesagt haben, bloß großen Wert darauf lege, dass es nichts mit dem zu tun hat, was ich gesagt habe. Ich habe keines Menschen Angst ausgenutzt, sondern ich habe einen Menschen gesehen, der übrigens konkret nicht unter Fukushima gelitten hat, sondern unter dem Erdbeben und dem Tsunami und den Folgen. Und der in dieser Situation gebetet hat, und das habe ich ernst genommen, das haben Sie jetzt auch getan, indem Sie gesagt haben, das ist offenbar tief in unserer Menschlichkeit drin. Weil der Mensch ein Wesen ist, das über sich selbst hinausfragt, gerade in solchen Situationen, aber nicht nur in solchen Situationen. Und ich finde es tröstlich, in einem guten Sinn tröstlich, dass Menschen, wenn sie über sich selbst hinausfragen, nicht nur auf sich selber treffen. Und ich rate davon ab, die Religion abzuschaffen und den Menschen sich vorzustellen als ein Wesen, das, wenn es über sich selbst hinausfragt, nur auf sich selber trifft. Das ist einfach das, was ich zu raten habe. Und deswegen bin ich davon überzeugt, ja, es ist richtig, es war ein Fortschritt, dass wir einen säkularen Staat haben. Aber daraus, dass wir einen säkularen Staat haben, folgt noch nicht, dass wir eine säkulare Gesellschaft haben und dass die Religion in ihr keinen Raum mehr hätte. Sie hat, Gott sei Dank, in dieser Gesellschaft auch heute und morgen Raum. Das wollte ich deutlich machen. Und jetzt nichts haben Sie mit Angst. So.
Da haben wir noch einen. Ich fand das ganz interessant, was gerade passiert ist. Und das ist das, was ein bisschen die Seite die, unsympathisch macht, die die Religion abschaffen will. Wenn man sagt jüdischer Aberglaube, dann will man jemanden verletzen. Das ist verletzend gegenüber den Leuten, die glauben. Und ich frage mich auch, wenn Sie das so kritisieren, dass Staatsgelder, der Steuergelder verwendet werden, um das, was die Kirche tut, was kirchliche Vereinigungen leisten, wenn Sie das abschaffen wollen, dann frage ich mich, wer macht das alles? Die Caritas, die Sie auch ein bisschen negativ dargestellt haben, wer tut das? Sind das, sollen die Leute, die statt zur Seelsorge zu gehen, sollen die irgendwie auf Krankenschein zum Psychologen marschieren oder ich weiß nicht, haben Sie mal Erfahrungen gemacht mit den Leuten, die vom Staat für so etwas geschickt werden? Glauben Sie, dass die das ersetzen können, was tatsächlich Leute bei der Caritas tun, was die Seelsorger in den ganzen Gemeinden, in den ganzen Kirchen so leisten? Vielleicht haben Sie vorhin nicht richtig zugehört. Die Caritas wird zu 1,8% von der Kirche finanziert. Das heißt, wenn wir das jetzt staatlich organisieren würden, dann würde es genauso weiterlaufen wie vorher. Es ist sinnvoll, dass es diese Einrichtungen gibt, aber es sind nur im Namen kirchliche Einrichtungen. Finanziell aber sind es öffentliche Einrichtungen. Sie würden auch weiter bestehen. Denken Sie manchmal auch an Menschen, wenn Sie nur vom Staat und nur von Geld reden? Ich denke den ganzen Tag an Menschen. Ich bin Lehrer und ich sehe... Das ist auch eine Beleidigung, so eine Zwischenfrage zu stellen. Also, das ist so unglaublich, dass Sie jetzt nur eine Schelle mit Aberglauben würde jemand beleidigen und Sie sagen... Nein, nein, halt, halt. In erster Linie die Hirten beleidigt. Er hat die Hirten beleidigt. Wenn ich da ganz kurz was sagen darf. Aber ganz kurz. Ich wohne viel in Afrika und da sind die Massais und das sind Hirten. Und die haben eine höhere Philosophie wie viele hiesigen Wissenschaftler und so wundergescheite Leute. Und warum sind wir Hirten? Sollen Hirten dümmer sein? Warum? Also darum geht's Hirten nicht. Haben einfach dumme Hirten, abergläubische Hirten, die Massais und alle anderen Hirten der Welt, vereinigt euch. Das war too much. Also, Moment mal. Wichtig ist doch der Einwand. Den Einwand fand ich ganz schön, weil es um Afrika geht und dort wird ja gern geschnackselt. Nicht wahr, Frau von Thüringen? Und ehrlich gesagt, also als ich mir letztens wieder YouTube angehört habe... Sie schnackseln doch auch gern. Ich darf ja, aber selbstverständlich. Aber dafür... Der junge Mann ist gerade Vater geworden. Herzlichen Glückwunsch. Aber das passiert, wenn man schnackselt. Dafür muss ich ja kein Afrikaner sein. Aber tatsächlich ist es natürlich schwierig, mir so etwas vorzuwerfen. Ich habe es ja prophezeit. Wenn ich etwas als Aberglaube bezeichne, dann fühlen sich Leute auf die Füße getreten. Dabei gibt es keinen Unterschied, an die Bedeutung der Sterne zu glauben und an die Wirksamkeit Gottes zu glauben. Es ist beides nicht belegbar und beides auch nicht widerlegbar. Damit sind es keine Hypothesen und damit ist es einfach sinnlos. Wir sollten aber diese philosophische Diskussion hinten anstellen, meines Erachtens. Wir können uns nächtelang bei einer Flasche Messwein darüber unterhalten, ob es Gott gibt oder nicht. Das ist Quatsch, das führt zu nichts. Wir sollten heute darüber sprechen, wie sehr diese Gottesvorstellung dazu geführt hat, dass Menschen sich in Gut und Böse spalten, in wir und die anderen. Und zum Thema Geld, ich muss hier unbedingt eine Sache loswerden, da sind Sie auch gleich dran. Als Lehrer, ich bin mitten im Hartz-IV-Milieu, mitten drin. Jeden Tag erlebe ich Armut, erlebe ich Mist, erlebe ich wirklich furchtbare Sachen. Und uns fehlt eines Geld. Und uns fehlt wirklich viel Geld. Wenn ich jetzt beobachte, wie unseren Religionsgemeinschaften nicht für soziale Einrichtungen, sondern für die Aufrechterhaltung ihres eigenen Systems die Steuermilliarden in den Hintern geblasen werden, dann werde ich einfach sauer. Und dann kann ich nur sagen, bilden statt beten, Pauker statt Pfarrer und Möller statt Mixer. So, haben wir noch was im Publikum? Sie sind gleich sowieso alle noch dran. Erstmal muss mal eben das Publikum noch gefragt werden. Haben wir noch eine Wortmeldung? Nach meinem Programm haben Sie bald nichts mehr zu sagen, aber jetzt dürfen Sie noch mal. Ach so, pardon. Nicht immer. Augenblick. Dann nehmen wir Sie noch mal eben und dann hinten und dann... Also mich würde an die Frage an die Klerikalen interessieren, worauf führen Sie zurück, dass Deutschland das einzige Land weltweit ist, in dem der Staat die Kirchensteuer kassiert? Worauf ist das zurückzuführen? Ich habe noch immer keine Entschuldigung, woher das fußt. Versuchen Sie sich da mal zu erklären. Aber knapp. Ja. Gerne. Ja. Ja. Wer jetzt, wer, die katholische Kirche, wer mehr einkassiert, darf und auch die evangelische sagen. Kirche sind im 19. Jahrhundert total enteignet worden. Stimmt. Ich bringe ein Beispiel aus Bayern. 80% des bayerischen Staatswaldes sind Kirchen. Wenn Herr Seehofer uns den Wald zurückgibt, nur den Wald, dann kann er gerne die Kirchensteuer haben und die 1,8% sehen, wie er die aufbringt. Okay. Sie unterschätzen einfach,
die Idee, dass es Krankenhäuser gibt. Die Kirchensteuer ist eine Kompensation, die die Kirche aus sich selbst heraus leistet. Denn es wird ja von den Gläubigen erhoben, nicht von Ihnen. Und die Kirche hat das Recht deswegen vom Staat zugeteilt bekommen, als Ersatz für eine Komplettenteignung. So, das haben wir jetzt gehört. Jetzt will die evangelische Kirche auch noch verteidigen, warum sie Kirchensteuer kriegt. Mit der kleinen Unterscheidung. Ja. Man muss unterscheiden zwischen Staatsleistungen, die an die Kirche gegeben werden. Man muss unterscheiden zwischen Staatsleistungen, die an die Kirchen gegeben werden, als Ausgleich für die Enteignungen, insbesondere des 19. Jahrhunderts. Und da gibt es die Möglichkeit, dass die abgelöst werden durch den Staat. Das ist ausdrücklich in der Verfassung so vorgesehen. Das müssten die Kirchen auch akzeptieren, wenn er das tut. Das hat er bisher nicht getan, weil das in Einmalzahlungen münden würde, die er sich nicht leisten will. Davon zu unterscheiden ist die Kirchensteuer als eine kircheneigene Einnahmequelle, die mit staatlicher Amtshilfe vonstatten geht. Für diese Amtshilfe wird der Staat bezahlt in der Höhe von durchschnittlich 4%. Das ist im Zeitalter des Computers viel. Insofern ist das überhaupt nicht eine Staatsfinanzierung der Kirchen, sondern eine eigene Form, mit der abgelöst wurde, dass wir tatsächlich vorher mal ein Staatskirchentum hatten, in dem der Staat die Kirche finanziert hat. Jetzt tut er es nicht mehr. Und das ist es, was ich bitte, insgesamt zur Kenntnis zu nehmen. Genau. Wobei jetzt wahrscheinlich die Frage kommen wird aus dem Publikum von irgendjemand, wie denn wohl die Kirchen mal an ihren Reichtum gekommen sind. Aber das ist jetzt eine andere Frage. Jetzt ist da hinten noch jemand gewesen und dann müssen wir, glaube ich, die Fragerunde hier beenden. War da noch irgendwo? Ja. Umblick, da eben noch. Ich möchte was sagen zum Vortrag von Nitschler Kelleck und zum Mathematiklehrer. Also ich denke, Religion hat ja sehr wesentlich dazu, damit zu tun, dass wir uns erziehen. Das ist die Erziehung des Herzens. Und wie erzieht man sich am besten? Wie verändert man sich am besten? Und ich denke, der Mensch verändert sich am leichtesten dadurch, indem er es aus Liebe zu einem anderen tut. Aber wenn er es für Menschen tut, ist er auch verloren. Der Mensch kann ihn verlassen, der kann sterben. Und da ist es natürlich, dass das Sinnhafteste ist, wenn der Mensch sich verändert durch seine Beziehung zu Gott, durch die Liebesbeziehung, die der Mensch zu Gott hat. Und das ist etwas, was Herr Huber vorhin angesprochen hat. Das ist das, was die Religionen tradieren. Und das ist das, was den Menschen trägt im Leben und auch im Sterben. Und zu dem, was Sie gesagt haben, ich weiß leider Ihren Namen nicht, der Mathematiklehrer, genau. Wenn wir uns mal erinnern an die 10 Gebote, das ist ja nicht unbedingt etwas, oder andersherum, die Menschenrechte, der Fortschritt in der Menschheit sind nicht unbedingt nur gegen das Christentum entstanden, sondern auch durchaus in großem Maße mit dem Christentum. Wir haben bis heute, sind die 10 Gebote, ganz kurz, ich bin gleich zu Ende, die 10 Gebote sind maßgeblich bestimmend für unsere Gesellschaft, für unsere Zivilisation. So. Ja, ich bin fertig. So, vielen Dank. Damit haben wir noch irgendwas ganz Dringendes, einen Dringenden hinten noch und dann geht's in die Schlussrunde hier. Können Sie das kurz machen? Ja, schnell das Mikro rüber. Danke. Ganz kurz, Doppelfrage. Es ist auf die Verantwortung der Religionen für die Kriege eingegangen worden. Auf der gegenreligiösen Seite sind dann Hitler, Stalin, Mao, Betriebsunfälle. Das zweite an die Veranstalter dieser Diskussion: Ohne Religion wäre die Welt besser. Wenn ich mir das Panel angucke, müsste es nicht eher heißen, ohne Christentum wäre die Welt besser. Wie ist sonst die Besetzung dieses Panels zu verstehen? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Sie haben noch nie, machen Sie noch genau. Ganz kurz. Ja, nö. Also, der Hinweis auf totalitäre Systeme, militaristische Systeme, ist ganz interessant. Sie sind natürlich etwas anderes als Religion, weil sie unmittelbar politische Macht und militärische Macht haben. Aber es ist ganz offensichtlich, dass sie Rituale, Absolutheitsansprüche kopiert haben. Also ohne diese Schwere, die eine organisierte Religion hinterlassen hat, hätten diese Systeme nicht ihre Symbole dem entleihen können. Also das muss man ihnen zurechnen. Die Nächstenliebe, die
Bedürfnisse der Menschen, Moral, Mitleid, das sind alles Dinge, die historisch gesehen möglicherweise religiös tradiert worden sind, die aber mittlerweile unmittelbar im sozialen Leben als Kompetenzen und als Ressourcen erworben werden. Und im Übrigen sind die mittlerweile ja insbesondere bei der evangelischen Kirche ja auffällig aufgeklärte Position ja nur dadurch zu erklären, dass wir seit über 200 Jahren eine Säkularisierung haben, eine Veränderung, teilweise auch eine Verrechtlichung. Positionen, die früher religiös war, sind nun unmittelbar rechtlich, wenn ich mal nur an die Menschenrechte denke, Fairnessregeln, sozialstaatliche Ansprüche. Das heißt, es hat eine Transformation stattgefunden, die es eigentlich nicht mehr rechtfertigt, dass wir die Säkularisierung nicht konsequent durchsetzen, dass wir also für soziale Leistungen, die auch im Interesse des Staates sind, so eine interessante Mischfinanzierung haben, die natürlich dann diese Leistung koppelt mit religiösen Machtansprüchen. Es sind nicht die religiösen Gefühle, sondern es sind die Machtansprüche, die die in Anführungszeichen, Schlusszeichen Ungläubigen stören. Jetzt muss ich wieder die rote Lampe anmachen. Nach meinem Plan ist es so, dass wir jetzt die Runde hier noch einmal jeweils 100 Sekunden sprechen lassen. Wir beginnen mit der katholischen Kirche. Herr Prälat Imkamp. 100 Sekunden, nicht Minuten. Es bleibt dabei, Restrisiko oder Ressource. Gott ist eine Ressource für unseren Alltag zur Bewältigung aller Situationen, die im Leben passieren. Diese Ressource muss recht genutzt werden. Dabei sind wir ein Dienstleister, ein Serviceunternehmen für die Ressourcennutzung Gottes in Ihrem Alltag. Danke. Herr Möller. 100 Sekunden. Das war es jetzt schon? Sind Sie auch? Ja, ja, ja. Das, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich bin gerade warm geworden. Ja, gut, also ich möchte mir, Sie merken meinen jugendlichen Enthusiasmus und das Thema berührt mich natürlich auch. Ich möchte Ihnen allen mit auf den Weg geben, sich ganz im Sinne der Aufklärung vor allen Dingen zum Thema Kirchenfinanzen selbst schlau zu machen, selbst zu informieren, um dann selbst Entscheidungen zu treffen. Auch möchte ich, sollten Sie denn an den christlichen Gott glauben, Sie einmal fragen, warum glauben Sie eigentlich nicht an den islamischen Gott oder an Thor oder an irgendein anderes Fabelwesen? Aus dem gleichen Grund glaube ich nämlich nicht an den christlichen Gott. Vor allen Dingen möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, und damit sind die 100 Sekunden wahrscheinlich auch schon bald um. Das geht jetzt nicht. Vor allen Dingen möchte ich Ihnen mit auf den Weg geben, genießen Sie jede Minute, jede Sekunde Ihres Lebens, denn es ist Ihr einziges Leben. Dankeschön. Dem würden Sie auch nicht widersprechen, Gloria von Turn und Taxis? Noch einmal Prospero Lambertini, der große Gelehrtenpapst. Nachdem Sie und Ihre Jünger die Menschen gelehrt haben, dass der einzige Himmel, in den Sie je kommen können, hier auf Erden geschaffen werden muss, nachdem Sie Ihre Herrscher verstoßen, neue Herrscher erschienen sind und die Armut doch bleibt, die Wirren und die Unsicherheiten noch größer sind als je zuvor, welchen Trost können Sie den Menschen in ihrer Verzweiflung bieten? Frau Kelleck, wollen Sie die Frage beantworten? Oh, ja, Religion, also es geht hier nicht nur um das Christentum. Es geht hier um Religionen, und Religionen können sinnstiftend und liebevoll sein, wie Marie Wildermann vorhin auch die Frage gestellt hat. Das wäre so, aber es ist nicht so, weil Religionen, wenn sie überhaupt als Macht da sind, stehen sie doch als Konkurrenz da. Und wir haben noch nicht so weit die Welt, dass halt die Religionen genau das halt einem bieten, zum Beispiel auch die Angst vor dem Tod, dass ich zum Beispiel, wenn ich das Gefühl habe, ich bin kurz vorm Sterben, nicht vor dem Feuer Angst haben muss oder vor den vielen Sünden, die ich halt zusammenhalt habe und jetzt sterben werde, sondern dieses Helfende, dieses Liebevolle, das wäre sehr schön, aber das haben wir noch nicht, und bis dahin müssen wir sehr, sehr viel noch Religionskritik ausüben. Wir müssen Gott erst entlassen, damit wir Gott finden können. Das können wir individuell machen, aber das können wir mit vielen Religionen als Institution noch nicht. Ganz besonders zum Beispiel mit dem Islam geht es noch nicht. Und wir müssen aber diesen Weg gehen, damit wir das individuell für uns entscheiden können und diese Liebe auch von Religion als Institution auch bekommen. Danke. Vielen Dank. Herr Matusek,
100 Sekunden. Wir haben vorhin diesen Vorfall gehabt und ich habe die Empörung gut verstanden. Wenn wir uns den Spruch nochmal angucken, ohne Religion wäre die Welt besser. Das letzte Jahrhundert hat gezeigt, ein Schlachthaus hat gezeigt, wie düster und wie blutig und menschenverachtend und schlimm eine Welt ohne Religion aussieht. Und dass der junge Herr zu meiner Linken ausgerechnet in Berlin vom kindischen Aberglauben des Judentums spricht, das hat es schon mal gegeben, das wissen wir alle, die wir ein gewisses historisches Gedächtnis haben. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein Zitat vorlesen. Das Gewissen ist eine jüdische Erfindung. Ich befreie den Menschen von den schmutzigen und erniedrigenden Selbstpeinigungen des Gewissens. An die Stelle des Lehrsatzes von dem stellvertretenden Leiden und Sterben eines göttlichen Erlösers tritt das stellvertretende Handeln des neuen Führers, das die Massen der Gläubigen von der Last der freien Entscheidung entbindet. Ach. Dreimal dürfen Sie raten, wer das gesagt hat. Naja. Herr Posner. Ganz kurz, um die sehr emotionalen Angriffe auf meinen jungen Mitdiskutanten in die richtige Perspektive zu setzen. Lesen Sie einmal das zweite Buch Mose, wofür die Todesstrafe, alles ist in Ihrer Bibel, Sie wissen es, steht zum Beispiel für Ehebruch, zum Beispiel für Onanie, zum Beispiel für Sammeln von Reisig am Sabbat. Und wenn Sie das nicht verurteilen, dann haben Sie ein Problem. Das hat mit Antisemitismus überhaupt nichts zu tun und es ist unverantwortlich, das hier in den Raum zu stellen. Aber um etwas, und da sind wir aber in etwas, was wir hier ausgeklammert haben. Das Böse. Ich verstehe nicht, warum wir hier nicht vom Bösen gesprochen haben. Was ist das Böse? Das Böse ist doch die Selbstüberhebung des Menschen, seine Selbstvergöttlichung. Und nichts anderes tut die organisierte Religion, indem sie behauptet, wir wissen die Wahrheit. Ihr braucht gar nicht weiter zu forschen. Wir wissen die Gestalt Gottes. Drei Personen. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Nicht Vater, Mutter, Kind. Oder wenn ich Islam bin, nein, 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 sagt nicht drei. Das ist ein monotheistischer Gott. Wir wissen, wie der Himmel beschaffen ist. Sie haben ja also faktisch die Hölle, Sie haben die Himmel, wir haben das Fegefeuer und bis vor kurzem hatten Sie noch das Limbo für die ungetauften Kinder. Sie wissen einfach alles. Das ist Selbstüberhebung und das ist die eigene Definition des Bösen. Was wir wollen, ist menschliches Maß, auch menschliche Fehlbarkeit, wieder zurückholen. Ich weiß nicht alles. Ich zweifle immer wieder auch an dem, was ich von Gott weiß und hoffe auf neue Vergewisserung. Ich lehne für mich ab, dass eine Definition von Religion zutrifft, jedenfalls für mich nicht, die mit der Behauptung verbunden ist, dass Religion alles wüsste. Ich bin nicht unglücklich, sondern ganz dankbar dafür, dass die Größe des christlichen Glaubens nicht nur in einer Kirche Ausdruck findet, sondern die Pluralität christlicher Kirchen etwas davon zeigt, dass unsere Gotteserkenntnis und unser Gottesbewusstsein immer kleiner und begrenzter ist als Gott selbst. Ich kenne keine tiefere Einsicht in die Schuldverfallenheit, Sündhaftigkeit, das Ausgeliefertsein dem Bösen gegenüber, als die christliche Erkenntnis von der Sündhaftigkeit des Menschen. Und ich weiß keine andere Antwort darauf, als diejenige, dass Gott mir zusagt, dass ich jeden Morgen neu beginnen kann, dass es einen neuen Anfang gibt. Ich glaube übrigens, dass es an der Zeit ist, dass auch die Kirchen das einsehen, dass diese Botschaft nicht nur den einzelnen Menschen gilt, sondern auch den Kirchen. Sie brauchen auch einen neuen Anfang. Immer wieder. Ich bin davon überzeugt, dass die Aufklärung den Kirchen geholfen hat. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Papst Benedikt XVI. Die Hoffnung ausgedrückt hat, dass diese Aufklärung auch im Islam einkehrt. Dann wird er hoffentlich am Zweiten Vatikanischen Konzil festhalten.
Das ist der Weg, aber die Aufklärung ist kein Abschied vom Christentum und von der Religion, sondern eine Hilfe dazu, dass sie toleranter wird und wir dem Fundamentalismus entgegentreten, sei er religiös oder nicht religiös. So, das war Frau Rommel. 100 Minuten. 100 Sekunden. Ich greife das Stichwort Pluralität der Kirchen auf und erweitere. Pluralität der Kulturen. Der Begriff der Kultur hat gefehlt in unserer Debatte. Selbstverständlich ist ein religiöses Erleben, religiöse Traditionen, auch die Leistungen, die die modernen Weltanschauungen, religiös geprägten Weltanschauungen in der Auseinandersetzung mit Aufklärung und Humanismus gemacht haben, sind Teil unserer Kultur. Aber wir leben nun in einer globalisierten Welt. Die Probleme werden komplizierter. Welche Haltung ermöglicht es, dass wir mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Religionen, unterschiedlichen organisierten Religionen, unterschiedlichen Kirchen in ein friedliches Zusammenleben wachsen können? Das geht nur, wenn wir den Gedanken der Pluralität, den Gedanken der Toleranz steigern. Das bedeutet aber, dass das ursprünglich Religiöse, jedenfalls das, was von den Kirchen beansprucht worden ist, aufgibt. Das wissen die Religionsgemeinschaften auch. Und deswegen haben sie Angst vor dem Synkretismus. Aber Pluralität bedeutet eine Ersetzung des ursprünglich Religiösen durch die Kultur. Vielen Dank für diese abschließenden Plädoyers. Wir kommen nun zur dritten und letzten Abstimmung sozusagen. Zum Final Countdown oder zum jüngsten Tag, wie das bei Ihnen heißt. Ist was anderes, ne? Sie verfügt gerade nicht über den jüngsten Tag. Ja, ich auch bin wenn er Sie getauft hätte, würden Sie immer noch nicht über den jüngsten Tag verfügen. Wann kommt er denn eigentlich? Die Taufe oder jüngste Tag? Der jüngste Tag. So. Na gut, darüber können wir hinterher sprechen. Am 30. Mai ist der Weltuntergang. Ja. Wir leben. Vielen Dank für diese musikalische Einlage. Wir kommen jetzt zur Schlussabstimmung. Also noch einmal, die These, ohne Religion wäre die Welt besser dran. Die 1, wenn Sie für diese These sind. Die 2, wenn Sie gegen diese These sind. Die 3, wenn Sie sich immer noch der Stimme enthalten wollen. Wenn Sie Ihre Meinung ändern wollen, können Sie sie immer noch ändern, solange die Zeit läuft. Jetzt drücken Sie jetzt. Na, da bin ich ja gespannt. 16, 15, 14, 13, 12, 10, 9, 8. So, Schluss damit. Dann wollen wir mal sehen. Jetzt sollte das Ergebnis kommen. Tja, viel bewirkt habt ihr nicht, ne? Na gut, wir gucken es mal der Reihe nach an. Also, die erste Abstimmung. Och nö. Jetzt hätten wir uns ein. Naja. Na gut, also ich will Sie hier nicht so lange auf die Folter spannen. Pro für diese These, ohne Religion wäre die Welt besser dran. Am Anfang der Debatte 35,7, jetzt 35,5. Also leichtes Absacken. Umgekehrt. Die These kontra, also mit Religion ist die Welt besser dran, müsste man wahrscheinlich jetzt sagen. Am Beginn 56,3% kontra 58,1%. Das heißt, das sind 1,9. Ich meine, wozu sind Sie denn? Ich bin überhaupt kein Mathematiklehrer mehr. Das sind Sie gar nicht mehr jetzt. Also, die religiöse Fraktion hier hat Punkte gemacht. Von 1,8, sagt der Mathematiker. Da muss ich noch ein bisschen mehr anstrengen. Immerhin hat es zur Klärung der Fronten etwas beigetragen. Enthaltung gab es am Anfang 8,0, jetzt nur noch 6,4. Ich kann allerdings jetzt nicht beurteilen, wie das mit den Wählerwanderungen ist. Ob jetzt große Schwankungen von der einen zur anderen Seite und umgekehrt gewesen sind. Auf jeden Fall ist das Ergebnis. Damit ist die Zeit leider um. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Disputanten und natürlich beim Publikum für die rege Teilnahme und das große Interesse an dieser Veranstaltung.
jetzt gibt es, glaube ich, noch was zu trinken. Guten Abend. Vielen Dank. Applaus